So, hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr alle heute wieder mit dabei seid. Und ich versuche auch meine Stimme leise zu halten, dass meine Freude nicht so rüberkommt. Ich glaube, jetzt habe ich es aber doch wieder geschafft. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank für alle eure tollen Kommentare wieder von gestern. Und der ein oder andere wird schon mitbekommen haben, ich bin gerade dabei, immer so etappenweise da auch mal ein Herz und einen Daumen hoch euch zu geben, weil ich euch so unendlich dankbar dafür bin und deswegen bedanke, weil ich das nicht alles immer schaffe mit den Kommentaren, deswegen bedanke ich mich hier auch jeden Tag in den Kommentaren, im Video für die Kommentare und weil ich es so zu schätzen weiß von euch und wirklich unendlich dankbar dafür bin. Also jeder einzelne Kommentar bedeutet mir so viel, ihr Lieben. Und wo wir jetzt beim Thema Kommentar sind, jetzt muss ich mal schnell umswitchen. Und zwar hat die liebe Elisa, hat geschrieben. Also erstmal sehr, sehr gerne, weil sie jetzt ja auch bedankt hat. Die Skatkarten, ich habe noch nie die Frage, also das erste Mal, dass ich die Frage bekomme, ob man diese Skatkarten auch käuflich erwerben kann. Na? Also ich habe die Karten selbst bedrucken lassen und die hier sind bloß laminiert, weil ich die ja auch mal täglich nehme und die dann für mehrere Legungen. Also da sind wirklich, da ist mein Logo drauf, wie ihr es seht. Na? Und das sind die Karten. Und meine liebe Elisa, wenn du möchtest, dann sehr gern, dann kontaktiere mich doch bitte über WhatsApp und dann können wir da was ausmachen. Da würde ich dir ein Deck auch drucken lassen. Und ja, es kostet auch nicht die Welt. Also es ist kein Kartendeck, wo ich jetzt sage, wie bei anderen, was jetzt 30, 40, 50, 60 und mehr Euro kostet. Nein, auf gar keinen Fall. Na? Ja, und dann auf die Frage, ob es da irgendwie ein Video gibt oder so, wie man die Deutungen lernen kann. Ich möchte noch dazu sagen, es gibt natürlich gibt es Bücher, aber ich habe die Karten nicht nach Buch gelernt. Also es gab kein Buch. Also ich war, bevor ich ja selbst Karten gelegt habe, auch selbst bei einer Kartenlegerin gewesen. Und ja. Und habe dann natürlich probiert, Bücher zu bekommen, hatte mal eine Karte gehabt, da wusste ich die Deutung. Die habe ich mir gemerkt. Also habe ich sämtliche Bücher immer geguckt und bin immer nach dieser, es war mein Leitfaden, mein Wegweiser gewesen. Wenn diese Karte diese Bedeutung hat, dann ist es das richtige Buch. Ich habe kein einziges gefunden. So. Und diese weise Dame hat das auch selbst von Generationen übergelehrt bekommen. Die Karten, die Deutung und hat es mir auch beigebracht. Ne? Also mir praktisch auch gelehrt. Und da ist aber so, es ist dann so, die Karten sprechen mit einem und jede Karte spricht anders auch mit einem. Natürlich hat eine Karte viele Bedeutungen. Ne? Und da ist es so, da kommt es dann drauf an, das ist so wie so ein Kupplung- und Gasspiel, so eine, nein, nicht Kupplung, Gas, nein, nein. Ja, diese Vereinigung, die man dann auch bekommt, also dieses Gefühl auch für die Karten, die Geschichte, die die Karten sprechen, dieses Gesamtbild, ne? Und da kommt es natürlich darauf an, eine Karte hat wirklich viele Bedeutungen, wie ihr bestimmt auch schon mitbekommen habt, weil es ist immer ausschlaggebend, was außenrum liegt, welche Verbindung man ziehen kann. Und ja, das ist, ja, diese Karte hat wirklich mehrere Bedeutungen, ne? Also, das kann jetzt eine Amtsperson sein. Es kann aber auch, oder meistens, je nachdem, wie es eben liegt, dass es dann auch eben Ängste sind, zum Beispiel. Ne? Also es gibt noch mehrere Bedeutungen, aber das würde jetzt hier den Rahmen auch sprengen. Und nein, ich habe da kein Video und ich habe sowas auch noch nicht gemacht. Und aber vielen, vielen Dank der Nachfrage, meine Liebe. Ja, heute habe ich mir überlegt, machen wir mal was anderes. Ne? Und zwar habe ich mir überlegt, die nächsten 72 Stunden. Natürlich haben wir immer solche Themen, kommendes Wochenende, die nächste Woche oder die kommenden 14 Tage oder sowas, ne? Aber wir machen jetzt 72 Stunden. Die 72 Stunden und da schauen wir einfach, was das Hauptthema ist. Ich werde jetzt hier mit den von Tiro Marchetti mit den Tarotkarten legen, mit dieser mega tollen Special Edition. Und da werden wir jetzt erstmal ein Hauptthema, dass wir ein Hauptthema haben und dann werde ich mit zwei Decks auch legen und dann schauen wir jetzt einfach mal, was dabei rauskommt. Ne? Dann würde ich sagen, lassen wir uns doch hier mal überraschen und schauen da jetzt einfach auch mal. Ich muss hier bloß gucken, das ist ja so ein riesen Deck hier. So, meine Liebe, hoppala. Und die Karten springen hier auf den Boden. Dann schauen wir doch hier mal, was wir rausbekommen. Was wir denn hier für ein Hauptthema haben?
Okay, wir haben ein Hauptthema. Hauptthema ist die Sonne. Die Sonne. Also, da geht es auf jeden Fall Sonne. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weit kommt. Also, ja, ihr wisst selbst, was die Sonne auch ist. Zuversicht, die, ja, die Erleuchtung auch, also diesen Erfolg, das Positive, kann aber auch ja, in das Gegenteil, in was Depressives auch mit einschwenken. Da schauen wir jetzt auch mal genau rein. Wir haben auf jeden Fall, das Hauptthema wird sein, ja, die Zuversicht. Zuversicht, und da schauen wir jetzt mal, welchen Bereich es jetzt hier auch noch betrifft. Und dann lassen wir uns doch mal überraschen, würde ich sagen. So, dann switche ich hier mal um mit dem anderen Deck. Und dann schauen wir jetzt hier auch mal rein. Ach, ich muss es nochmal machen. Mal die Karten wieder sauber machen. Ich meine, gereinigt werden sie immer in einem Kristallbad über Nacht. Dann schauen wir mal. Okay. Bin selber ganz gespannt, was da jetzt hier, was wir da jetzt ein bisschen rausbekommen. Wir legen doch einfach mal die Sonne da oben hin. Wir lassen die Sonne scheinen. Das Hauptthema, die Zuversicht. Da kann ich auf jeden Fall sagen, Zuversicht, was deinen Wunschpartner und dich betrifft. Das wird hier ein großes Thema sein. Und da schauen wir jetzt auch noch mal ein bisschen näher rein, um was es hier geht. Es geht hier definitiv um die Kommunikation zwischen euch. Es geht um persönliche Treffen. Es geht um die tiefe Liebe. Es geht um die tiefe Zuneigung. Es geht um die Fülle. Die Fülle, was euch beide betrifft. Dann haben wir hier Zuversicht, heißt auch im familiären Bereich. Und hier ein bisschen, ja, die Traurigkeit, die Sorgen. Wir schauen auf jeden Fall mal, wie es hier auch weitergeht und was wir jetzt hier noch ein bisschen dazu noch mit sagen können. Ja, also meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir auch mal gleich weiter, dass wir hier, ups, jetzt habe ich die Karten hier verrutscht, dass wir hier auch noch eine Klärung bekommen von dem Tarot. Von diesem Hauptthema her. Schauen wir doch mal. Ich muss den dann bloß noch mal ein bisschen ordentlicher legen. Und was haben wir jetzt hier noch? Die sind so wunderschön. Da könnte ich jetzt irgendwie gar nicht aufhören mit ziehen. So, meine Lieben. Die Zuversicht. Also hier schaut es ja schon mal richtig gut aus, was wir hier haben. Und ich habe jetzt einfach nur gezogen, wie jetzt so mir danach gewesen ist. Jetzt muss ich erst mal schauen, ob ihr überhaupt hier alles seht. Ne? Da müssen wir jetzt erst mal gucken. Nee, seht ihr nämlich gar nicht. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Die haben wir jetzt hier rausgelegt. So, also das Hauptthema, wir haben ja auf jeden Fall hier diese die Sonne, die wir haben, diese Zuversicht. Ne? Also hier die Sonne, also geht es ja auch darum, gegenseitig sich verwöhnen. Ne? Passt hier auch absolut perfekt, dieses Gegenseitige. Ich habe hier Treffen, dein Wunschpartner und du, also die kommenden 72 Stunden. Hier wird es Treffen zwischen euch geben. Hier kann es auch in die Kommunikation kommen zwischen euch. Ne? Hier sehe ich auch, ja, dieses Treffen, was zwischen euch stattfinden wird, ich habe hier die Herzlichkeit, also hier auch dieses Geborgene auch zwischen euch, ne? Also dass hier wirklich auch was in Bewegung kommt, was hier wirklich auch sehr positiv aussieht. Hier will was in Bewegung kommen, ne? Und hier werdet ihr beide, wenn wir das jetzt mal dazu nehmen, nämlich auch zu einer Erkenntnis kommen, beziehungsweise du hier in eine Selbsterkenntnis. Hier wird sich auch zeigen in der Kommunikation, also der Weg ist jetzt hier auch geebnet, was diese Wirkung, die Energie, die kommenden 72 Stunden haben kann, dass hier dieses Zueinander stehen. Na, also hier seid ihr beide in einer Enttäuschung auch drin gewesen.
diese Enttäuschung, dass da dieser Stillstand auch gewesen ist und dass sich dann nichts weiter wirklich getan hat. Also wie so dieses Ziellose auch, ne? Und also hier wird aber dieses ein Zueinander, ein Miteinander, hier wird praktisch sich der Weg zwischen euch, was ich vorhin gesagt habe, der wird sich auch ebnen. Also hier wird was in Erscheinung treten, hier wird sich auf jeden Fall was tun. Und mir sieht es hier wirklich nach persönlichen Treffen aus. Dann ist hier auch, ja, wie gesagt, zwischen euch, hier sind sehr, sehr stark die Gefühle auch zwischen euch, ne? Und hier, wenn wir dann die nächste Karte, die wir vorhin gezogen haben, haben wir den Magier ja auch noch mit dazu. Und es ist Magie, ne? Also Magier, die Magie, also hier ist die Aktivität, wie wir es hier auch haben, die Aktivität, die Treffen, hier kommt was in Bewegung, hier tut sich auch was, was eine Verbindung zwischen euch betrifft. Und hier ist auch die Aktivität. Und hier heißt es auch für dich, dass du in dein Selbstvertrauen kommst. Also hier, dass du aber ganz wichtig, wenn Treffen oder Gespräche stattfinden, dass hier deinen Übereifer ihn ein bisschen im Zaum hältst. Ne? Also hier nicht zu übereifrig. Also hier wirklich ganz distanziert, nicht distanziert, nein, hier ganz langsam, vorsichtig, also nicht übereifrig jetzt hier irgendwie Entscheidungen treffen oder auf denjenigen oder diejenige zugehen. Ach so, wir haben eine Kollektivlegung, die Personenkarten sind geschlechterneutral und für eine Kollektivlegung kann es nicht für jeden zutreffen. Entschuldigung, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Ja, wie gesagt, Magier finde ich ja auch absolut schön. Es ist Magie. Eure Verbindung ist wirklich, hier ist die Magie mit im Spiel. Und wenn hier auch ein Treffen oder Gespräche stattfinden, dann ist da auch wirklich Magie mit dabei. Hier will was entstehen. Ne? Hier will sich wirklich was tun. Und hier ist auch absolutes Selbstvertrauen. Also komm hier, geh achtsam mit dem Ganzen um. Und sei nicht zu übereifrig, ne? Also hier kommen die Aktivität heißt auch von deiner Energie her. Also halt dich nicht mehr zurück oder also schon nicht zu übereifrig, wenn dein Gegenüber sich meldet, dann so dieses Boah, voll drauf losschießen. Nein, ganz ruhig, dass du hier auch ein bisschen in diese Ruhe auch reinkommst und nicht übereifrig reagierst, also überschütte deinen Gegenüber nicht, ne? Ja, dann, was haben wir noch? Wir haben die drei Kelche. Dann haben wir hier auch dieses, hier, ihr werdet beide in die absolute Zufriedenheit kommen. Die Zufriedenheit, dieses Unbeschwerte, eure Beziehung, eure Verbindung, weil ich sehe, ihr seid eigentlich schon so gut wie in einer Beziehung, ne? Weil eure Verbindung ist so tief, so fest, so echt. Und hier ist die Veränderung. Wir haben die Verbindung hier liegen. Natürlich, das ist nicht ganz so reibungslos auch verläuft. Ja, jein, ne? Weil hier doch von deinem Gegenüber, von deiner Seite aus immer so ein bisschen so ein Querfunker mit dabei ist, ne? Der hier so ein bisschen so querfunkt. Und ich sehe ja auch im familiären Bereich, da wird sich irgendwie ziemlich viel Sorgen gemacht. Also wer weiß, was da gewesen ist. Also irgendwas ist hier auch so ein kleines bisschen ein Ärger, sehe ich hier auch bei dem einen oder anderen. Und aber auch das wird sich hier wieder bereinigen, ne, wenn wir jetzt mal von der Liebe hier mal weggehen, von deinem Wunschpartner und von dir. Hier auch die Sonne, was ich euch gesagt habe, und hier wird sich auch wieder was tun und auch hier nicht zu übereifrig entscheiden, ne? Ja, wie gesagt, hier, wir haben drei der Kelche, diese Dankbarkeit. Hier wirklich auch die Dankbarkeit, wenn du wenn dein Wunschpartner sich bei dir meldet, dass du dir wirklich auch die Dankbarkeit zeigst, für dich selbst dankbar bist und was gestern war es, glaube ich, habe ich euch das ja gesagt, die Dankbarkeit für alles und noch so kleine Kleinigkeit, ist es so wichtig, die Dankbarkeit zu zeigen. Ne? Und weil hier eure Beziehung möchte in eine unbeschwerte, ihr möchtet sich was Unbeschwertes entwickeln. Ne? Sei dankbar, das, was du bis jetzt alles hier erreicht hast. Das ist wichtig für die nächsten 72 Stunden. Ne? Also ist eigentlich immer wichtig, aber das möchte dir die Energie jetzt sagen. Dass hier auch diese, dass du dankbar dafür bist, was du hier alles schon erreicht hast, was sich getan hat. Und war es auch noch so ein kleines Futzelchen, was sich hier getan hat. Aber es hat sich doch was getan. Also sei dankbar dafür.
Na? Und hier ist auch, dass dieses, ja, dieses Unbeschwerte hier auch. Wenn du auch keinen Wunschpartner hast, auch dieses Unbeschwerte hier, Freund, Freundin, dieses Unbeschwerte, auch mal ein Treffen hier wieder eingehen. Unbeschwert hier auch das Familiäre, ne? Nicht alles so diese Schwere dir annehmen und dann auch so immer mitschwingen in dieser Schwere. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Und ja, genau, die Leichtigkeit, die wohlgepriesene Leichtigkeit. Ne? Aber es ist wirklich so, weil hier möchte komplett was in die Leichtigkeit kommen. Der Weg ist geebnet dafür. Ne? Dann, ihr Lieben, was sage ich euch mit der Leichtigkeit? Wir haben die Welt noch dazu, ne? Also hier heißt es auch, die Welt, das ist auch die Leichtigkeit. Ich muss jetzt selber lachen, weil ich priese es jetzt hier noch und das ist die nächste Karte, ja, ne? Die Leichtigkeit. Also hier ist wirklich auch die Vollendung in Liebe, für euren gemeinsamen Weg, auch der hier geebnet ist, absolut in der Leichtigkeit. Und in dieser Freude auch noch mit dabei. Also hier entwickelt sich wirklich was Wunderschönes. Und ihr werdet hier beide merken, dein Wunschpartner genauso wie auch du, dass ihr die richtige Beziehung gefunden habt. Es ist voller Liebe, es ist voller Harmonie. Die Verbindung wird mir hier angezeigt. Sie liegt da, definitiv, sie liegt sogar nebeneinander. Na, und hier absolut zwischen euch, schaut euch das an. Und hier ist wirklich, es ist geebnet. Ihr seid beide füreinander bestimmt, ihr seid angekommen. Ihr habt die richtige Beziehung gefunden, euer absolutes Gegenstück. Na? Also wirklich, ja, es kann hier vielleicht eine kleine Verzögerung hier ein bisschen geben, so ein ganz minimal, ja, ne, was mir diese Karte jetzt hier auch sagt. Aber es hat keine große Relevanz, ne, was wir noch mit dazu haben. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Wir haben die Liebenden noch mit dazu. Und schöner kann es nicht sein. Was habe ich euch gesagt? Hier, die tiefe Verbindung, diese Treue, absolute Treue, also dieses Gegenseitige auch. Dein Gegenüber treu auf deiner Seite, also nicht nur was jetzt andere Frauen oder Männer betrifft, aber auch die Treue zu dir stehen. Na? Hier, die Treue auch in seine oder ihre Richtung, absolut. Du weißt, das ist der Mann, mit dem du einen gemeinsamen Weg gehen möchtest, willst. Hier ganz viele tiefe Gefühle, hier ganz viel Verbundenheit, Verbindung und hier ist so viel Wärme, so viel Empathie, so viel Zuversicht auch. Wir haben hier auch die Zuversicht noch mit dabei. Also es ist wunderschön. Wir haben hier die Liebenden auch noch mit dazu. Na? Und die Liebenden, also hier ist es wirklich mit ganzem Herzen. Dieses Zueinander stehen, da ist eine unwiderstehliche Anziehung zwischen euch. Ne? Also hier, ihr zieht euch beide gegenseitig an. Das ist unwiderstehlich. Also ihr könnt nicht voneinander. Und das möchte euch diese Energie hier sagen, dass es so echt ist, so ehrlich, diese Verbindung. Und ja, also ihr könnt auch nicht voneinander wirklich lassen. Das ist unwiderstehlich und ihr werdet hier beide eine Herzensentscheidung treffen, ne? Zueinander. Also diese Treue, diese Liebe, diese inneren Werte, ne? Und ja, also hier, oh Gott, ich blühe hier selber mit euch richtig auf in dieser Legung, weil das so viel Wärme ist, so viel Herz, so viel Liebe, Wärme, da ist ja alles geballt hier komplett mit dabei, ne? Dann haben wir, schaut euch das bitte noch dazu an, wir haben die Zugehörigkeit noch mit dazu liegen. Also hier auch die kommenden 72 Stunden im Allgemeinen, was Familie betrifft, was die Freude betrifft, also die Harmonie, ne? Und auch wenn es hier Traurigkeit ist, ne? Also ein bisschen diese Traurigkeit, die mir auch angezeigt wird, haben wir hier auch mit dabei liegen, heißt es auch hier. Da wird sich wieder was Gutes entwickeln. Es wird sich wieder wenden. Also habe hier, sei in der Zuversicht. Und es ist hier bei euch beiden, dass die kommenden 72 Stunden möchten sich ebnen, dieses Zusammengehören. Das ist eine gute Basis für eine wirklich gemeinsame Zukunft
zwischen euch, mit euch. Ne? Und hier am Ziel angekommen ist dieses Ziel, was ihr hier erreicht. Ihr möchtet beide ankommen und ihr findet beide euer Zuhause. Von deinem Gegenüber bist du seins oder ihr Zuhause und bei dir ist es so, dein Gegenüber, er oder sie ist dein oder doch dein. Dein Zuhause, das war jetzt aber auch kompliziert. Ha? Also hier auch was Freundschaften betrifft, haben wir ja auch mit dabei liegen. Freundschaften ist hier auch mit dieses zusammengehört. Ihr werdet auch spüren, auch Freundschaften, wenn ihr treffen, Einladungen, was mir auch angezeigt werden, stattfinden. Ne? Auch wenn hier die ein oder andere Einladung abgesagt wird, ne? Hier ist es trotz alledem ihr gehört zusammen, auch in eine, es sind gute Freundschaften, die auf einer gesunden Basis bestehen, genauso wie es auch hier für die Liebe zwischen dir und deinem Wunschpartner besteht. Oder auch wenn du schon in einer festen Lebenspartnerschaft bist. Ne? Also hier, es ist wirklich wow. Wow, absolut wahnsinnig schön, ne, was wir hier haben. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal weiter, weil wir haben ja noch eine Karte übrig, was ich hier sehe. Warte mal, die Liebenden, legen wir die mal dahin. Da schauen sie eigentlich, das ist ja auch eine wunderschöne Karte, ne? Dann haben wir hier das Gericht. Wir haben das Gericht noch mit dabei liegen und wir haben hier auch das Gericht eine absolut wunderbare Lösung. Ne? Also hier wird ein Erwachen kommen, ein Erwachen von deinem Wunschpartner, auch von dir aus, wenn du jetzt hier ein bisschen immer wieder in den Rückzug gegangen bist und auf Distanz gegangen bist, ne? Dass hier wirklich auch dieses Erwachen auch kommt und hier werden Entscheidungen getroffen. Also wir haben die kommenden 72 Stunden hier wirklich auch eine Zeit, wo man hier aus dem Zweifel rauskommt und aus diesem Ärger auch, den es ja auch im familiären vielleicht auch gibt oder die Sorgen, die Traurigkeit, die Enttäuschung, was ich hier auch liegen habe im familiären Bereich. Ne? Ist es hier auch so, dass man hier da auch wieder rauskommt und hier heißt es auch, höre auf deinen inneren Ruf. Ne? Hier ist es auch, weil ich sehe hier auch eine alte Liebe zwischen euch, ne? Was wir hier als Bestätigung von dieser Karte noch mit dazu haben. Und diese alte Liebe wird hier wieder richtig auflösen. Also wenn ihr hier auch in einer festen Partnerschaft schon seid bereits, ne? Ist hier auch, dass da die Liebe wieder richtig auflebt. Wenn du hier eine Trennung hattest, ne, wenn ihr getrennt seid und also ihr mal zusammen gewesen seid, eine Trennung hier wieder, eine Trennung gewesen ist, also jetzt habe ich heute ein bisschen durcheinander jetzt gerade drin, aber ich bin so geflasht von dieser Legung, dann ist hier auch, dass das wieder auflebt, ne, diese alte Liebe, dass hier wieder wirklich was kommt und dass hier auch die Schwierigkeiten, die es bei euch gab, ne, warum es vielleicht zu der Trennung gekommen ist, wird hier auch wirklich, ihr werdet die Schwierigkeiten überwinden, definitiv. Ne? Also hier komm auch aus dem Zweifel raus und hier wieder was aufleben, lass es wieder aufleben. Hier möchte wieder was Neues entstehen und hier wird es wunderbare Lösungen geben. Also höre hier wirklich auf deinen inneren Ruf. Dann, bei dem einen oder anderen kann es ja auch sein, dass du von einer Trennung hörst, von einer Partnerschaft, dass sich hier jemand trennt oder dass es extremst kriselt. Ne? Kann ja auch sein, aber hier heißt es auch, nimm dich dem Ganzen nicht zu sehr mit an. Ne? Bleib hier für dich selbst in deiner eigenen Schwingung, in deiner Energie. Und lass dich jetzt hier nicht von Dogmen anderer, sei es Freunde oder dein Umfeld oder irgendwas, hier mitziehen, sondern bleib komplett bei dir. Das möchte dir diese Energie von dieser Legung hier sagen. Und auch, wie gesagt, wenn du jetzt hier von einer Trennung hörst, ne, dass sich jetzt jemand hier trennt oder getrennt hat oder es kurz davor steht, da möchte ich dir auch noch mit dazu sagen, da ist es dann so, nimm es nicht so ernst für dich, nimm es dir nicht an. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dass du es dir nicht annimmst. Das ist nicht dein Thema. Natürlich trifft es einen dann mit und man ist dann selbst so richtig mitgerissen und ja, man weiß, ja, man fühlt dann auch mit dem anderen. Ja, natürlich, aber projiziere es nicht auf dich. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, meine Lieben, dann schauen wir jetzt noch, was wir hier an der Unterseite des Decks haben. Und wir haben
An der Unterseite des Decks haben wir die sechs der Kelche. Die sechs der Kelche haben wir wieder. Wir haben die Vergangenheit, also wühl nicht in deiner Vergangenheit rum. Wir haben ja dieses Lebendige, also dieses, wir haben ja auch wieder die Vergangenheit, ja, aber es ist auch, wir haben es wieder, dieses der alten Liebe, wo du auch ziemlich viel auch getrauert hast, für dich selbst in dieser Traurigkeit auch gewesen bist und dieser Verlust, der da gewesen ist, hier möchte wieder das Neue mit entstehen. Also auch hier aus der Vergangenheit. Und hier ist es auch in der Liebe, ne? Da wirst du auch, was die Liebe betrifft, ob du jetzt Single bist, ob du einen Wunschpartner hast, ob du in einer festen Lebenspartnerschaft bist, hier ist auch, du wirst in der Liebe einen neuen Frühling erleben. Also hier ist wirklich was. Natürlich, schau dir auch alles wirklich auch genau an. Genau an, sei nicht zu verkopft bei dem Ganzen hier. Und vor allem heißt es schon auch abzuwägen, wer hier auch aus der Vergangenheit wieder auf dich zukommt. Die Legung muss ja nicht komplett für dich stimmig sein. Also wer hier auch aus deiner Vergangenheit wieder auftaucht, dass du hier auch dann für dich sagst, weil hier so ein bisschen, lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen und sei nicht zu gutherzig, ne? Weil hier auch diese Unschuld, dieses Unschuldige, was ich so ein bisschen auch hier mit dabei habe bei dieser Karte, dass du dich da wirklich auch nicht täuschen lässt, aber auch dieses, die Vergangenheit auch ruhen lässt, auch wenn hier was Unangenehmes gewesen ist. Weil du bist sehr, sehr gutherzig, ne, und möchtest das Gute. Und hier möchte wirklich auch ja, die alte Liebe. Hier wird jemand auf dich auch wieder zukommen. Und wir haben, wie gesagt, definitiv die Treffen hier liegen. Ne? Im Familiären habe ich euch das jetzt noch mitgesagt, dass Familiäre auch mit deinem Umfeld hier ein Wochenende, also wie gesagt, die kommenden 72 Stunden, nimm es bitte mit. Und weil die Sonne möchte auch für dich wirklich scheinen. Lass sie scheinen und geh voller Zuversicht, voller Vertrauen darauf zu. Okay? Ja, meine Legung, meine Lieben. Ich bin zu schnell mit dem Denken und zu langsam mit dem Reden oder umgedreht. Ja, ich fand die Legung jetzt eigentlich sehr interessant, sehr schön. Und ja, ich hoffe, euch hat es ja auch gefallen. Aber ich fand sie wunderschön gewesen. Es war auch wieder so eine Symbiose von diesen Karten und von meinen Karten noch mit dazu. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen. Habt einen wunderschönen restlichen Tag, einen traumhaft schönen Feierabend. Und genießt den Abend, ihr Lieben. Fühlt euch umarmt. Also, tschüss.